wenn ich keine Schauspielerin geworden wäre, dann wäre ich Schauspielerin geworden. Ich konnte mir nie was anderes vorstellen. Ich wollte, seit ich denken kann, Schauspielerin werden. Zwischendurch gut gab es mal die Zirkusartistin, aber wenn dann natürlich Hochseil, nachdem sich dann aber herausgestellt hat, dass ich Höhenangst habe, entfiel das und die Schauspielerin blieb. Das spannendste Projekt war, ich glaube, das geht allen so, das erste Projekt, was man macht, weil da ist alles neu, da wird man reingeworfen. Ich wurde wirklich sehr ins kalte Wasser geworfen, weil das erste, was ich gedreht habe, war ein dickes, fettes Kinofilmprojekt mit Anthony Hopkins und Isabella Rossellini als Hauptdarstellern. Und da hatte ich 8 Drehtage und das war wow, mit Anfang 20 da so reingeworfen zu werden, ein Projekt mit alleine 4 Aufnahmeleitern, also 4 Set-Aufnahmeleitern, wo es sonst nur einen gibt, das ist schon, das war sehr beeindruckend. Und ein Kostümfilm war es auch noch, also er spielte in der Nachkriegszeit, das war wahnsinnig aufregend. Auch in Kunst, also in anderen Filmen. Ich liebe es, ins Kino zu gehen, ich liebe es auch, in Ausstellungen zu gehen und oder Bücher zu lesen und ins Theater zu gehen. Und selbst sollte mir etwas nicht gefallen, inspiriert mich das. Also es regt mich immer an, über künstlerische Prozesse nachzudenken, über eine künstlerische Umsetzung nachzudenken. Also ich hole mir die Inspiration aus, ja, aus der Kunst, ja. Meine größte Macke. Ungeduld. Beharrlichkeit, wenn man das als Talent bezeichnen kann. Das ist ja eher eine Charaktereigenschaft, oder? Mein größtes Talent. Oh, das müssen vielleicht andere besser beurteilen können. Das weiß ich gar nicht. Größtes Talent. Ach doch, aus allen Sachen immer das Positive auch herausziehen zu können. Also ich möchte, solange wie es, vielleicht ist das ein Traum, ich möchte, solange ich atme, irgendwie als Schauspielerin, als Künstlerin tätig sein können, ja, ob jetzt als Schauspielerin, als Sängerin oder meinetwegen als Autorin, vielleicht fange ich ja mal an zu schreiben, keine Ahnung, also das ist vielleicht ein Traum oder ein Wunsch. Ach, da gibt es viele. Wen ich wirklich sehr mag, ist Meryl Streep. Weil ich sie so genial finde in ihren vielen Facetten. Also sie kann wahnsinnig komisch sein und irrsinnig dramatisch und auch traurig und ernsthaft und hat aber auch gleichzeitig eine Leichtigkeit. Also das finde ich, ist für mich auch ein Vorbild, in dieser Bandbreite immer glaubwürdig zu spielen. Mein Lieblingsort in Lüneburg. Oh, da gibt es viele. Ich mag das einfach, da so lang zu schlendern, weil es alles so klein und schnucklig und mittelalterlich ist hier. Das hat man ja in Berlin nicht. Bei uns ist immer alles so groß. Aber der Lieblingsort, so richtig der Lieblingsort, der ist... Doch, ich weiß, das ist da am... an dem Kran. Ich finde diesen Blick einfach so schön über diese zu der Brücke, wo diese ganzen Wasserfälle sind. Das ist echt schön. Ich weiß nicht, wie die Straße heißt, aber am Kran. Oh, ich hoffe, dass Sie genauso viel Spaß beim Schauen von Rote Rosen habe, wie ich beim Drehen. Oh, da müsste ich jetzt nachdenken. Och, welchen Märchenprinz wünscht ihr denn an Sigrids Seite zu sehen? Keine Ahnung, sowas vielleicht.